Also die Idee zum Brettspiel kam relativ schnell. Also ich hatte wirklich gleich die Idee, ich möchte ein Spiel machen. Das ist ein Brettspiel, wo man sich durch die einzelnen Semester, es gibt 6 Semester, würfelt. Und jedes Semester bildet einen anderen Bereich der Universität ab. Also zum Beispiel Abschlussarbeit schreiben, Recherchen, Freunde, wie gehe ich mit den Dozenten um, wie halte ich mich fit. Mir war wichtig, dass es keine vorgegebenen Antworten wie ja, nein, falsch, wahr gibt, sondern dass sie mit jeder Karte, die sie ziehen und mit jeder Frage ihre eigene Antwort finden müssen. Also das Spiel bildet im Prinzip 6 Semester ab und jedes Semester ist ein anderer Bereich, den man kennenlernt, zum Beispiel studentische Selbstverwaltung oder Abschlussarbeit schreiben oder Freunde. Und ja, in jedem gibt es Tipps, die man sammeln kann und Erfahrungen, die man machen kann. Mein Anliegen mit dem Spiel war eigentlich wirklich die vielfältigen Erfahrungen und auch sehr kleinteiligen Erfahrungen, die ich in meinen vielen Studienjahren gesammelt habe, alle in ein Spiel zu bringen. Meine Idee für das Spiel, den Abschluss im Blick, war es vor allem Studienanfängern und Studienbeginnern, einen Einstieg in das Universum Universität zu geben. Alle Erfahrungen, die ich jetzt wirklich gesammelt habe, konnte ich auch ins Spiel einbringen. Dass sie die vielfältigen Möglichkeiten, die sie an der Uni haben und oft gar nicht kennen, kennenlernen. Wir haben es einmal durchgespielt mit Freunden, dass ich sehe, dass es auch wirklich funktioniert, dass es halt nicht nur in meinem Kopf funktioniert, und es hat uns sehr viel Spaß gemacht und es ist auch viele Erinnerungen hochgekommen. Das Spiel richtet sich vor allen Dingen an Studienanfänger und Studienbeginner, aber auch Leute, die schon länger studieren, haben die Möglichkeit, viele Sachen kennenzulernen, die ihnen bisher entgangen sind. Also ich kann nur jedem empfehlen, einer ins Ausland zu gehen oder auch ein Semester. Das ist sehr unkompliziert, zum Beispiel über den Erasmus-Austausch. Ich selbst war ein Jahr in den Niederlanden an der Universität Leiden und habe dort auf Englisch, aber auch auf Niederländisch studiert. Und dieses Studium hat mir im Prinzip den englischsprachigen Forschungsraum erschlossen. Und das ist eine Erfahrung, die mich sehr, sehr viel weitergebracht hat, vor allen Dingen in der Perspektive auf internationale Forschung.